Hallöchen, heute geht es um Fensterglas, um Fensterglasfolie. Hi und herzlich willkommen zum zweiten Video in meiner neuen Werkstatt. Ja, es ist endlich soweit für die Neulinge oder für viele, die es vielleicht verpasst haben. Das letzte Video, warum, weshalb jetzt eine neue Werkstatt, das Video dazu verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht es um Fensterfolie. Ich möchte dieses Fenster hier, beziehungsweise alle drei Fenster in der neuen Werkstatt, mit einer Fensterfolie ausstatten. Und diese Fensterfolie ist von außen, spiegelt die wie so ein Spiegel. Und von innen, wenn ich jetzt rausgucke, beziehungsweise ich kann da noch rausgucken. Und das ist halt das Coole daran. Von außen Spiegelfolie, von innen drinne merkst du gar nichts. Beziehungsweise hast du auch einen kleinen Sonnenschutz. Wie du das machst, zeige ich dir in diesem Video. Das Werkzeug, das sind genau drei Sachen. Ihr braucht eine Sprühflasche mit Wasser gefüllt, einen kleinen Tropfen Spüli vielleicht rein, ein scharfes Cutter, eine Schere und ein Rakel. Dieser Rakel hat hier eine Filzkante, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir die Folie nicht beschädigen, und eine schöne glatte Seite. Und mehr brauchen wir nicht. Und natürlich eine Folie. Und das ist hier die Folie, die ist auch schön markiert mit oben. Die gibt es in unterschiedlichen Größen, Farben und Form, wollte ich gerade sagen. Nee, in Form nicht, aber die gibt es beispielsweise in Gold, in Silber, in Bronze. Es gibt die auch satiniert, sprich milchig. Unterschiedliche Größen findet ihr alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch das Werkzeug. Und das sind alles Produkte über die Plattform von Amazon. Und wenn ihr darauf klickt und irgendwas kauft, dann kriege ich eine kleine Provision. Und diese Provision ändert aber nichts daran, dass der Artikel teurer wird. Also das ist einfach nur eine Provision, dass ich quasi Werbung für Amazon gemacht habe. Und mit dieser kleinen Provision könnt ihr diesen Kanal unterstützen. Also würde mich riesig drüber freuen. So, die Folie, die öffnen wir jetzt. Die ist mit Tesaband zugeklebt. Und dann schneiden wir erstmal ganz grob. Was heißt ganz grob? Wir versuchen möglichst genau das Ganze auf Maß zu schneiden, damit das Anbringen wirklich sehr einfach ist. Und man sollte das wirklich nicht unterschätzen. Jeder kleine Knick, der ist nachher sichtbar, ist natürlich ziemlich ärgerlich. So sieht das Ganze aus. Spiegelt ordentlich. So, ich suche jetzt nämlich jetzt den Anfang und den setze ich dann gleich an. Kleiner Tipp, Fensterscheibe voller Wasser sprühen und die Folie natürlich auch. Und es ist halt wichtig, dass ihr wirklich viel, viel Wasser verwendet. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Also ruhig nochmal ordentlich nachsprühen. Und jetzt vor allem bei den Temperaturen oder wenn es ein bisschen wärmer ist, dann verdunstet das nämlich ganz schnell. Und der Trick ist dabei, dass die Folie förmlich auf der Glasscheibe oder ja, auf der Glasscheibe schwimmt. Und für alle diejenigen, ihr könnt auch irgendwann mal, wenn ihr auszieht oder wenn das ein Mietobjekt ist, ihr könnt auch diese Folie abziehen, ohne dass irgendwas kaputt geht. Also da braucht ihr keine Angst haben. So, jetzt rakeln wir einfach die Feuchtigkeit heraus. Sieht schon mal sehr gut aus. Natürlich müssen wir 1, 2, 3 Seiten schneiden. Aber das ist mit einem scharfen Cutter kein Problem. Ihr setzt dann den Rakel an der Kante und am Fenster sieht ihr so eine schwarze Dichtungskante. Ihr solltet mindestens so einen halben Millimeter von der Dichtungskante entfernt sein. Dann nimmt ihr das Cutter, setzt es an und der Rakel oder ist quasi das Lineal für euch, die Führungslinie. Und dann geht ihr runter und schneidet die Folie quasi auf Breite. Und das überschüssige Material, was sich dann da drinnen befindet, könnt ihr dann an den Seiten herausdrücken. Macht es wirklich sehr, sehr gründlich, denn von außen seht ihr wirklich jede Kleinigkeit, jede kleine Luftblase. Und ich muss sagen, das ist hier die erste Scheibe von der Werkstatt. Hier da hinten sind noch zwei weiteren. Und ich sehe hier, wie kleine Pickel drauf sind. Und das ist einfach, oder kommt daher, weil ich die Scheibe nicht wirklich gründlich davor geputzt habe. Und das, ja, ist halt die Vorarbeit, die man dann nicht vertuschen kann und die dann wieder zum Hervorschein kommt.
So, die Fenster sind jetzt bedeckt mit Spiegelfolie und ich finde, so einen großen Unterschied zu vorher gibt es gar nicht. Das heißt, das Ganze reflektiert gar nicht so doll und ist gar nicht so auffällig. Also erfüllt genau meinen Zweck. Eine Sache muss ich aber euch sagen, wenn jetzt innen drinne Licht an ist, beispielsweise ihr habt jetzt eure Beleuchtung angeschaltet oder ein paar Lämpchen und ihr geht ganz, ganz dicht an die Scheibe ran, dann könnt ihr schon innen drinne reinschauen. Also zu 100% funktioniert das Ganze nicht. Wahrscheinlich gibt es vielleicht noch etwas dickere Folien oder man muss gleich von vornherein das komplette Isolierglas tauschen. Aber jetzt für meine Variante, ich habe für die Folie 30 Euro bezahlt, möchte ich nicht meckern und ich habe ja auch einen Wirkungseffekt. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Hier sind die nächsten zwei Videos von mir und hier ist der Abo-Button, falls du mich noch nicht abonniert hast. Ich werde jetzt Schritt für Schritt meine neue Werkstatt ausbauen. Wenn du dabei bist, ja, unbedingt abonnieren. Bis dann. Ciao.